was aufs Ohr, eine Filmreview als Mikrofazit. Beate, worum geht's denn in dem Film Fo? In dem Film Fo geht's um ein Ehepaar in der Zukunft, die leben in einer Zukunft, in der die Erde nur noch teilbewohnbar ist, in der es halt teilweise so, also es ist der mittlere Westen der USA, das Jahr 2065. Die Umweltzerstörung des Planeten ist massiv. Dieses junge Paar bewirtschaftet eine abgelegene Farm auf dem Land und führt ein sehr einsames Leben. Die beiden haben sich, das muss man vorausschicken, schon entfremdet in ihrer Ehe. Man muss auch noch dazu sagen, die beiden Hauptfiguren werden gespielt von Paul Mescal. Und, oh Gott, ich weiß immer nie, wenn man ihren Namen richtig ausspricht. Saoirse Ronan. Ich weiß nicht, spricht man sie so aus? Saoirse geschrieben. Ja, sure. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen sagen muss, weiß ich es nicht. Aber man kennt sie aus ganz vielen tollen Filmen. Unter anderem Little Women. Genau, zum Beispiel. Und Paul Mescal ist ja klar, Normal People, das war ja sein Durchbruch. Inzwischen ist er ja schon ein, würde sagen, renommierter Schauspieler. Also die beiden spielen dieses Ehepaar, die in diesem von der Umweltzerstörung heimgesuchten Welt versuchen zu überleben. Und eines Nachts klopft ein Fremder an ihre Tür und überbringt ungewöhnliche Neuigkeiten. Und zwar wurde der Ehemann ausgewählt im Rahmen eines Forschungsprogrammes zu einer experimentellen Raumstation zu reisen, die Erde umkreist. Und zwar ist geplant, wohl vorausschauend, dass die Menschen, die auf der Erde leben, dort das eben nicht mehr lange aushalten werden. Und dass es eben eine Besiedlung auf anderen Planeten und oder Raumstationen geben wird. Und er wird eben ausgewählt, um an einem Forschungsprogramm auf einer Raumstation teilzunehmen. Und der Plan ist, dass die Ehefrau aber während dieser Zeit nicht alleine bleiben soll und von seiner Abwesenheit nichts merken soll. Und dafür soll eine Art Roboter, ein Doppelgänger, der identisch aussieht und der auch gefüttert wurde mit sämtlichen Emotionen, Gefühlen, Erlebnissen, die der Ehemann hatte, der soll während dieser Zeit bei der Frau bleiben. Ja, das ist die Prämisse von diesem Film. Weiß denn die Ehefrau das von diesem Plan oder merkt sie den Unterschied gar nicht? Naja, sie ist dabei, als der Fremde an die Tür klopft und ihnen das erzählt. Und sie erfahren das beide im Laufe der Zeit. Und aber da sind wir auch gleich schon beim Problem. Also ich fand diese ganze Konstruktion dieser Story ziemlich abstrus. Also dass in der Zukunft wir eine Welt haben werden, die durch Umweltverschmutzung zerstört ist, das haben wir ja, wir haben ja jetzt den Anfang davon. Wir wissen ja, dass das auf die Erde irgendwann zukommt. Ich glaube zwar nicht, dass es noch 50 Jahre dauern wird. Ich glaube, dass es wesentlich schneller geht. Aber das so viel ja. Aber dann kommt da irgendein Typ, der sich auch nicht ausweist. Irgendeiner, der den dann halt erzählt, naja, also er soll jetzt auf die Raumstation und du kriegst jetzt so einen Klon irgendwie da in deine Wohnung gesetzt, mit dem du dann auskommen sollst, der sozusagen der Doppelgänger ist. Okay. Also fand ich ein bisschen strange. Allgemein, ich habe tatsächlich nur ein bisschen in den Film reingeschaut. Allgemein, man denkt, das ist Sci-Fi, aber es fühlt sich gar nicht, ich weiß nicht, ob sich am Ende der Geschichte ein bisschen vom Feel und Look anders entwickelt, aber es fühlt sich eher an wie ein Film aus den 50er Jahren, so, oder? Wie hast du das, oder 60ern, wie hast du das empfunden? Na, ein bisschen schon, weil man muss wissen, es gibt einen Konflikt zwischen diesem Ehepaar, der schon die ganze Zeit, also kurze Zeit, nachdem sie eigentlich geheiratet haben, schon begonnen hat. Sie hat andere Pläne, sie will irgendwie die Welt sehen und für sich irgendwas erreichen und er hat eine Vorstellung, dass seine Frau zu Hause bleibt und mit ihm ein einfaches Leben auf der Farm führt, so wie es in seiner Familie immer vorgesehen war. Und
diesen Konflikt haben die beiden eigentlich die ganze Zeit vorher schon gehabt. Und in diese Prämisse kommt eigentlich diese Story, dass jetzt der Mann auf diese Raumstation muss und sie halt einen Klon bekommt. Und es wirkt eher wie ein Ehedrama oder wie ein psychologisches Drama zwischen zwei Menschen, die sich entfremdet haben und die eine unterschiedliche Vorstellung von Leben haben. So wirkt es für mich. Und Science Fiction, das sind nur die kleinen Elemente, die so nebenbei mal auftauchen. Also es gibt nur ganz wenige Szenen, wo du mal Raumschiffe siehst, die mal über einem Kornfeld fliegen und die dann wieder abhauen. Ansonsten gibt es einen ganz normalen Diner, wo sie arbeitet und weiterhin Leute bedient, und er arbeitet in der Geflügelschlachtfabrik, so immer. Und das wirkt, aber da gebe ich dir recht, es wirkt ein bisschen altmodisch, da hast du auf jeden Fall recht. Aber wenn du mal mit dem Auto in den USA unterwegs warst, wenn du mal in so alten Diners warst, an so entlegenen Orten, da denkst du auch, die Zeit ist stehen geblieben. Insofern haben sie da schon die richtigen Drehorte ausgesucht, denke ich. Was hat dir denn an dem Film gefallen? Boah, schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich finde die Grundidee daran, was passiert, wenn man einen Menschen mit einem Klon austauscht, der aber... Was passiert, wenn man sich auf den einlässt? Und ich will nicht zu viel verraten, weil es gibt einen Twist am Ende dieses Films, der das Ganze irgendwie interessant, eigentlich interessanter macht, als der Film, während man ihn guckt, ist. Das ist nicht leicht zu ertragen, was da passiert in diesem Film. Es ist anstrengend und es ist nervig. Und es gibt viele Punkte, an denen ich denke, so, nee, Freunde, das nehme ich euch jetzt nicht ab. Das macht irgendwie keinen Sinn. Insofern, es gibt außer der grundlegenden Idee und die beiden Hauptdarsteller, die wirklich, wirklich richtig gut spielen, geht mir der Film, muss ich ehrlich sagen, eigentlich meistens Zeit auf die Nerven. Und er ist echt schräg. Es ist wirklich ungewöhnlich. Und ich bin ja normalerweise jemand, der ungewöhnliche Filme mag und der auch schwierige Filme mag, aber das Ding, das ist irgendwie nicht gelungen, kann ich nicht anders sagen. Was ist deine größte Kritik hierbei? Ja, dass ich es nicht so realistisch finde, wie das Ganze abläuft. Also, hallo, wir befinden uns auf einer Erde, die kurz vorm Kollaps ist, wo die Felder alle kaputt sind, wo man nichts mehr ernten kann und die Leute kaum noch leben kann. Und sie arbeitet aber als Kellnerin in einer ganz normalen Diner, wo die Leute hinkommen, Essen bestellen, so alles wie immer. Und er arbeitet, obwohl man weiß, dass Massentierhaltung ein Problem für die Umweltzerstörung ist, das ist ja heute schon bekannt, arbeitet er immer noch in der Geflügelfabrik. Und auch diese Herangehensweise von diesem Agenten, der dann kommt und sagt, nö, du hast keine andere Chance, du musst jetzt dieses Programm mitmachen, das war irgendwie keine Frage, sondern ist so bestimmt worden, das finde ich alles nicht richtig glaubwürdig. Ich finde, der ganze Film, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist nicht glaubwürdig in meinen Augen. Und die Schauspielerei? Die ist super. Also die holen, das Drehbuch ist nicht richtig gut. Aber die beiden holen wirklich aus dem Ding, ich meine, die sind beide richtig gut, das wissen wir ja. Die holen das Beste daraus, was man rausholen kann. Beate, für wen könnte dieser Film was sein? Also bedingt ist der Film etwas für Leute, die Science Fiction mögen. Bedingt ist er auch was für Leute, die menschliche Dramen mögen oder Ehedramen mögen. Jemand, der komplizierte Filme mögt, jemand, der spröde, anspruchsvolle Filme mag, Leute, die Arthouse-Filme mögen. Aber wie gesagt, es ist ja letztendlich dann Geschmackssache. Also mich hat der nur noch genervt und ich war da aggressiv und es war nichts, was ich mir gerne angeguckt habe. Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich hoffe, das hilft bei der Einordnung. Was ist deine Bewertung? Boah, also damit habe ich mich wirklich schwer getan, aber ich kann da nicht mehr als 5 von 10 Goldblums geben.